hier ist die Steffi. Kommt rein. Also das ist mein Office und heute gibt es eine kleine Roomtour. Das ist unser Aufenthaltsraum / Meetingraum. Hier quatschen wir gerne mit unseren PartnerInnen auf unserer Vintage-Couch. Wir haben versucht, ganz viele Vintage-Elemente einzubauen, die aber trotzdem sehr bequem und modern sind. Ein paar Vorhänge an die Wand gebracht, um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, damit es gemütlicher wird und damit es nicht so hallt. Die Lampe gehört hier übrigens nicht rein, die gehört dem Videografen, also denkt die euch weg. Aber hier ist eine kleine Chill-Ecke und ich liebe es hier einfach ein bisschen rumzuliegen, Leute zu beobachten und mich auch mal von Leni zu verstecken. Du, ich bin gar nicht da, das Gespräch musst du leider alleine führen. Mit Leni arbeite ich hier im Office von Dienstag bis Freitag und wir haben gemeinsam das Office mit Anne Wand Design. Das ist so ein Interior-Design-Duo, die es echt richtig drauf haben. Wie geil ist diese Lampe eigentlich? Die ist auch Vintage, die ist von Ain't No Trash. Richtig nice. Und ein rollendes Regal ist auch von Ain't No Trash. In diesem Spiegel mache ich gerne mal meine Selfies. Oh mein Gott. Das ist nur ein Spaß, Leute, ja? Dann zeige ich dir jetzt den Teppich. Der ist von meiner Freundin Claudi. Hand in Hand heißt die Marke. Love it. So einem schönen Pistaziengrün. Und an der Decke haben wir so ein richtig tolles, ja, es ist schon so ein Bottega-Grün. Wie findet ihr eigentlich diesen Glascube? Ich dachte ja, das wird richtig schlimm, den immer sauber zu halten, aber du, ich finde, Leni und ich, wir machen eigentlich einen ganz guten Job. Wir haben auch immer frische Blumen da. Die können hier locker noch 2 Wochen stehen. Und ich muss schon zugeben, dass Anne Wand, also das Interior Design Team, uns ein bisschen überreden musste. Wir haben uns so Sorgen gemacht, dass es uns zu viel ist, aber jetzt kommen wir jeden Tag rein, sehen diese strahlenden Farben und das bringt schon gute Laune mit sich. Und weil es auch echt gemütlich ist, haben wir ein paar kühle Elemente reingebracht, wie zum Beispiel diese Cubes von Club Kalinski, das ist auch eine Berliner Marke, bringt so Edginess rein. Und diese Lampe ist der absolute Burner. Von Atomide, Atomide, oder? Artemide. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Feelgood-Raum und zwar hier rein. Und wenn ich traurig bin, lege ich mich einfach hier hin und lasse die Farbe auf mich wirken. Das ist wundervoll. Also dieses wunderschöne Blau haben wir auch von Colorat. Und Leni hat das auch in ihrem Wohnzimmer. Ich habe hier meine Brille, die passt auch perfekt rein farblich. Auf geht's. Thanks for saving my life. Ich bin echt weird heute, du. Wir haben sogar Licht hier drin. Bevor Leni in mein Leben trat, war ich ein sehr unorganisierter Mensch. Und deswegen waren meine Papiere auch immer überall und nicht aufzufinden. Und dann war Leni so, Girl, wir bringen mal ein bisschen Orga in dein Leben. Okay, ich lasse dich jetzt chillen. Okay? Dann gehen wir noch pieseln und dann geht Mami kurz weg. Okay, let's go, guys. Das ist übrigens so ein kleines Studio. Wir haben hier die Wand rausnehmen lassen. Es waren eigentlich 2 Räume, aber es war absolut viel zu klein, um hier Fotos zu machen. Deswegen ein bisschen Wand raus und jetzt können wir hier schön Fotos machen. Wir haben schon echt geile Fotos hier drin geschossen. Wir haben verschiedene Hintergründe, einen Steamer, einen pinken Steamer und einen Spiegel. Hier kann man auch ganz kurz mal chillen. Ey, ich bin einfach komplett von oben bis unten fertig. Aber es ist wirklich Periode. Das kegelt mich immer einen Tag raus. Ja, und an so einem Tag drehen wir. Was ist das eigentlich? Nein, Spaß. Ja, ihr müsst mich ja auch in meinen guten und in meinen schlechten Zeiten kennenlernen. Ich habe mir eine Bottega Veneta Tasche gekauft, Leute, aber ich glaube, ich muss sie zurückgeben. Habe ich die mir jetzt wirklich einfach nur gekauft, weil sie Bottega Veneta ist? Ja. Eine sehr impulsive Kaufentscheidung. Schon sweet so. Die Farbe ist schön. Das ist jetzt keine Tasche für die Ewigkeit. Jetzt in die Küche. Das wird jetzt so gestaged wirken. Ist es aber nicht. Ich wollte mir nämlich eigentlich einen Tee machen. Habe ich mir aber nicht. Das soll keine Werbung sein. Vielleicht hilft das mit Periodenschmerzen. Leute, das ist die beste Schokolade der Welt. So matter Schokolade mit Erdbeeren drin. Ich zeig euch mal kurz. Guck mal. Oh.
Bester Snack-Kühlschrank. Ja, Kaffeemaschine braucht man halt. Matcha. Ich trinke 5,5 Matcha am Tag. White Hazelnut Cream. Wenn ich einen richtig, richtig schlechten Tag habe, dann nehme ich mir einen richtig großen Löffel. Ich weiß, es ist eigentlich eine Office-Tour, aber das gehört zum Office dazu. Das sind Essentials, damit ich den Tag überstehe. Das ist die kleine Matcha-Ecke. Wir haben sogar eine Geschirrspülmaschine. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe euch gar nicht zu der Tasse gesagt. He asked me, what's your favorite position? I said, CEO, bitch. Ich bin so eine Quatschkanone. Und wir haben uns für ein knalliges Pink entschieden. Das war, glaube ich, das allererste, was wir gesagt haben. Wir brauchen ein richtig krasses Statement-Bad. Die Toilette war so widerlich. Wir sind reingekommen und wir waren so, nee. Und die ersten paar Monate haben wir uns geweigert, hier überhaupt zu pieseln. Weil, ich sag's euch, jede Bahnhoftoilette ist angenehmer als das, was hier drin war. Wir haben das Ganze hier von Reuter. Wir haben eine wunderschöne Lampe von Reuter, Toilette von Reuter. Die Farbe ist auch von Colorado. Und da haben wir auch echt lange überlegt, ob wir so grüne Streifen haben wollen. Inzwischen haben wir uns entschieden, wir wollen irgendwann das Bad doch komplett pink streichen. Jetzt zeige ich euch unser eigentliches Office. Wir wollten, dass die Stühle unterschiedlich sind, deswegen haben wir mal so einen bequemen Office-Stuhl. Dann haben wir so einen silbernen Vintage-Stuhl, einen Holzstuhl, diese Bench mit installierten Steckdosen. Wie smart ist das denn, bitteschön? Oh, sorry, haben wir Versicherungs... Der Tisch ist von Banach und diesen Tisch liebe ich über alles. Ich glaube, den will ich auch bei mir zu Hause haben. Leni und ich in einem Bild. Das ist ganz spontan entstanden. Da haben wir für Fendi geshootet und Lenis Nägel haben zum Hintergrund gepasst. Und wir hatten irgendwie Lust, sie mit einzubringen. Deswegen hat sie mir an die Brust gegriffen. Steffi Braun hat einen Polaroid geschossen und wir haben es so geliebt, dass sie uns das ausgedruckt hat. Und jetzt hängt es bei uns im Office-Raum. Wir haben uns übrigens dafür entschieden, nur von Dienstag bis Freitag zu arbeiten, weil wir der Meinung sind, dass man die Arbeitsstrukturen mal überdenken sollte und dass man schon mehr Leben leben sollte und nicht nur an Geld verdienen, arbeiten, Karriere, an das nächste Arbeitsziel denken sollte, sondern sich auch wirklich mal Zeit nehmen sollte für sich. Jetzt habt ihr alles in unserem wunderschönen Office gesehen. Ich hoffe, es gefällt euch mindestens genauso gut wie mir. Für mich ist das ein absoluter Feelgood-Raum. Ich komme hier rein und habe richtig Lust, produktiv zu sein, kreativ zu sein und Spaß zu haben. Aber natürlich besteht mein Arbeitsalltag auch nicht nur daraus, strategisch in einem Office zu arbeiten, sondern eben auch vor Ort zu sein bei Shootings. Und ich muss jetzt auch los. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Hat mir ganz doll Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!